Willkommen zum Mars Effect Andromeda. Wir werden jetzt kurz mit der Arche Lucinia? Die mit Hen reden. Einfach nur glücklich darüber zu sein, dass sie noch leben. Und danach gehen wir in den Sem-Kern, um die Erinnerungen anzuschauen, soweit wie es geht. Sind sie bereit, sich wieder in Stase versetzen zu lassen? Und dann sehen wir weiter. So, seid ihr fertig mit Quatschen? Das mit der Turianischen Arche sind schlechte Nachrichten. Ja. Wenigstens haben ein paar überlebt. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Und wir haben einen neuen Pathfinder, wie ich sehe. Avitus brauchte nur ein wenig Motivation. Überraschend, angesichts der Tatsache, dass er früher ein Spectre war. Die waren bekannt dafür zu, sagen wir, extremen Maßnahmen zu greifen. Ich erwarte, dass er jetzt als Pathfinder seine Methoden mäßigt. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ja, ich möchte, dass die Turianische Arche abgeschleppt wird. Du Primel. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Ich sehe eine großartige Zukunft für uns. Es ist also offiziell? Sie sind jetzt Mitglied in unserem kleinen Club. Ich weiß, ich habe gezögert. Aber die Entscheidung war richtig. Danke für den Tritt in den Hintern. Gerne. Ich weiß, dass Sie Mason stolz machen werden. Ich versuch's. Gute Frage. Konnten Sie schon andere Überlebende von der Nathanus finden? Wir haben erst gestern eine neue Gruppe hergebracht. Es werden immer noch viel zu viele vermisst, aber wir machen Fortschritte. Ich werde die Augen offen halten. Danke, Ryder. Das weiß ich zu schätzen. Gerne, gerne. Das wird mich noch interessieren. Pathfinder und Spectre. Wie fällt da der Vergleich aus? Es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Als Spectre habe ich im Schatten operiert, bekam nur die Infos, die ich unbedingt brauchte. Hier sind alle Augen auf mich gerichtet. Sie sehen zu mir auf. Es gibt keine Geheimnisse. Was ist Ihnen lieber? Ein Spectre zu sein war einfacher. Aber die Aufgabe als Pathfinder ist lohnender. Stimmt wohl. Also, wie gefällt Ihnen Ihr neuer Posten? Ich bin's nicht gewohnt, dass die Leute mein Handeln hinterfragen, aber ich mag die Herausforderung. Mehr als ich gedacht hätte. Bedauern Sie irgendwas? Nur, dass Mason nicht miterlebt, wie ich gegenüber Tan den Diplomaten spiele. Damals in der Milchstraße hätte ich diesem Wurm Vernunft eingeprügelt. Lol. Jetzt gebrauche ich Worte. Ich bin ein geläuterter Mann. Ach komm. Wie gefällt Ihnen das Leben auf der Nexus? Gut. Fließendes Wasser und eine vernünftige Verpflegung haben schon was für sich. Man merkt natürlich, dass der Aufstand die Leute noch immer belastet, aber verglichen mit Haval fühlt es sich hier beinahe normal an. Okay. Wie geht es Ihnen seit H047C? Gut, alles in Ordnung. Falls Sie je über Mason reden wollen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Danke, Ryder, wirklich, aber ich bin einfach noch nicht so weit. Lass dir Zeit, mein Junge, lass dir Zeit. Es war nett, Sie wiederzusehen, Avitus. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ja, machen wir. Wo ist denn der andere? Die Arche Passero meldet, dass die Protokolle zur Stase-Aufhebung jetzt... Ich kann kaum glauben, wie sehr die Salarianer gelitten haben. Gibt es irgendeine Monstrosität, zu der die Ketten nicht fähig sind? Pager ist nervös wegen der Übernahme von Raker. Ich kann's ihm nicht verdenken, aber ich bin der Beweis, dass es möglich ist. Gute Frage. Mir ist Sarissa noch gar nicht begegnet. Wissen Sie, wo sie ist? Nein, sie hat ihre Waffen und ihre Panzerung genommen und ist wortlos gegangen. Wird sie klarkommen? Ich hoffe es. Sarissa hat einen starken Willen, aber diese Sache hat sie sehr verletzt. Der nächste Cat, dem sie begegnet, tut mir fast schon leid. Hm.
Wie fühlt es sich an, endlich wieder auf der Nexus zu sein? Es ist... Wenn man so lange auf einer Arche gelebt hat, die praktisch auseinanderfällt, ist man das Gefühl von Sicherheit gar nicht mehr gewohnt. Aber ich kann frei atmen. Mit den Leuten reden, denen ich helfen soll. Es ist Heimat. Stimmt. Aber ich glaube noch nicht, dass wir mit der Nexus hier hundertprozentig sicher sind. Wie lautet Ihre Mission, jetzt, wo Sie ein Pathfinder sind? Ich werde die Geißel erkunden und kartografieren. Ich will die Kette aus ihren Verstecken treiben. Wenn die Göttin es will, ist das Datenmodul den Preis wert, den wir dafür bezahlt haben. Okay. Sie machen auf mich den Eindruck, dass Sie viel Kraft aus Ihrem Glauben schöpfen. Das ist richtig. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich niemals alleine bin. Und mit meinem Sam trifft das jetzt sogar doppelt zu. Glauben Sie auch an etwas Bestimmtes? Ja. Ja, und ich verstehe, was Sie meinen. Dann hoffe ich, dass wir beide finden, was wir suchen. Werden wir. Viel Glück, Pathfinder. Die Göttin sei mit Ihnen. Dankeschön. Die Arche Passero meldet, dass die Protokolle zur Stase-Aufhebung jetzt... Dann auf in den Sam-Kern. Ich lasse mich immer so schnell ablenken. Schön, Sie wiederzusehen. Dankeschön. Können wir jetzt endlich ALB? Wie schaut's? Immer noch nicht. Weil ich hätte gern die vierte Waffe. Die Hydrokulturen melden nominale Sauerstoffproduktion. So. Wir müssen auf jeden Fall auf die Hyperion. Die Frage ist, müssen wir Krankenstation oder müssen wir... Stationsleiterin Cash erinnert hiermit alle daran, dass sämtliche Änderungen am Energieraster vorher genehmigt werden müssen. Crewstation. Versuchen wir es mal da. Die Kroganer kehren nach ihrer aufsehenerregenden Abspaltung auf die Nexus zurück. Die Kroganer wurden wieder in der Initiative willkommen geheißen, nachdem ihre Forderung nach Gleichberechtigung akzeptiert wurde. Die Clan-Anführerin Nakmo Morda zeigte sich erfreut über die Unterstützung und Ressourcen, die ihre Kolonie auf Illaden nun erhalten wird. Das wurde ja auch Zeit. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Dockverwalter informieren. Okay. So, das ist die Krankenstation. Okay, wir sind hier falsch. Straße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das klingt auch nicht gut. Ich hoffe, die Erde gibt's noch. Mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, wir sollen hier was suchen. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Dockverwalter. Okay. Wo muss ich denn jetzt zum Senker? Na, ich glaube, wir waren hier schon richtig, ne? Wir müssen jetzt hier rauf und dann, glaube ich, rechts. Gut.
Ryder. Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist verfügbar. Spiel sie bitte ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt, wie Alec zum ersten Mal von der Initiative erfuhr. Es dauert nur einen Moment. Hallo, Alec. Ich bin zu alt für Spielchen. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und bin hier. Wer sind Sie? Ein Wohltäter, wenn Sie so wollen. Haben Sie ein Angebot für mich? Zukunft. Ziemlich vage. Eine Zukunft für Ihre Frau. Sie haben kein Geld mehr, keine Kontakte. Sie können Sam nicht fertigstellen. Woher wissen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Was immer Sie brauchen. Sagen Sie mir erst, was Sie brauchen. Ihre KI kann nicht nur Ihre Frau heilen, sondern auch die Rettung für viele andere sein. Ich verstehe nicht. Wo wir hingehen, brauchen wir eine andere Perspektive, um Dinge zu verstehen. Wo ist das? Die Andromeda-Galaxie? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Und Alan hat nicht viel Zeit. Sind Sie interessiert? Ja. Wer war das? Der Wohltäter? Ich glaube, die Andromeda-Initiative war mehr, als die Öffentlichkeit wusste. Private Loks sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Vielleicht bringen sie neues Licht in die Sache. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Ja, spüren wir. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag ihrer Mutter. Okay. Was ist sie tot? Ich habe ja gehofft, sie lebt noch. Es war ein guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Alec. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Mom. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Ihr habt so viel Potenzial. Wir vollbringen gerade Großes. Und vergesst nicht. Verliebt euch. Mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec. Aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst? Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Ja. Vergiss das nicht. Sei stark. Nie so stark wie du. Ich liebe dich, Alan. Ich glaube, Alec konnte nicht loslassen. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Alles endet. Das Leben, Sterne, Galaxien. Irgendwann stirbt alles. So läuft es eben. Und dennoch scheint dieser Glaube vielen organischen Lebensformen als eine Art Motivation zu dienen. Er ist der Grund für deine Existenz. Dad hatte gehofft, du könntest sie retten. Und ich habe versagt. Niemand kann den Tod besiegen. Du nicht, mein Vater nicht. Es war Schicksal. Und dennoch habe ich paradoxerweise in diesem Moment das Leben besser verstanden. Inwiefern? Die Tiefe der Gefühle, die ihr Vater für Alan empfand. Er hat sie nicht oft gezeigt. Ein Umstand, den er bedauert hat. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran.
Das war vorerst alles. Natürlich. Ihr habt doch aber alle gefunden. Wir sind wahrscheinlich im Spiel noch nicht so weit, um alle anzuschauen. So. Dann scannen wir jetzt noch den öffentlichen Bereich. Dann haben wir die Mission auch abgeschlossen und ich hoffe, dass dann die ALB weichen. Um noch was beizuschalten. So, wo müssen wir hin? Okay. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Sam wurde also gebaut, um Ellen zu retten. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus. Aber sie ist gestorben. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Dockverwalter. Oder er hat sie doch irgendwie gerettet. Immer noch nicht. Gibt's doch nicht. Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts. Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und finde ums Verrecken nicht den Grund dafür. Oh, wow. Sie sind der Pathfinder. Ja, du bist ein Schnellmerker. Tut mir leid. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Sie haben weitaus wichtigere Dinge zu tun. Stimmt. Die Energieversorgung der Nexus ist ziemlich wichtig. Ich helfe gern. Das ist toll, denn ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben offensichtlich an allen möglichen Stellen Kurzschlüsse. Das Auge eines Pathfinders kann vielleicht Licht in die Sache bringen. Wir haben hier einen Energieausfall und könnten den Bereich scannen. Okay. Und wir helfen ihren Wachen, ihre Waffen zu verstauen. Bewaffnet sind sie mir lieber. Sie verstehen doch. Oh, Pathfinder. Das ist der Leiter der Angara-Delegation. Die Retterin der Moschei. Sie ist voller Lob für sie. Ich bin Isa de Navarre. Schön, dass Sie da sind, Botschafter. Gute Kontakte mit den Angara stärken uns beide. Im guten Sinne, hoffe ich. Ich habe dem Botschafter gerade erklärt, dass bewaffnete Wachen hier unnötig sind. Stimmt etwas nicht, Botschafter? Kommen Sie bitte, Pathfinder. So, bloß der will die Waffen nicht abgeben. So viel Leben. Unterschiedlich, aber vereint. So wie es hätte sein können. Vor 75 Jahren waren wir verstreut. Wollten einen Neuanfang nach der Geißel. Dann kam die Kette. Fremdes Leben. Es war monumental. Aber sie betrogen und versklavten uns. Sie müssen verstehen.
dass ich vorsichtig bin. Verstehe ich schon. Ihr Volk hat viel durchgemacht, Botschafter. Ich wäre auch vorsichtig. Trotzdem beweist Ihre Initiative, dass es auch besser geht. Ich will an dieses Bündnis glauben, Pathfinder. Die Moschei sagt, Sie sind ehrbar. Helfen Sie mir, Ihnen zu glauben. Das ist die beste Antwort, finde ich. Sie sollen dieses Bündnis nicht blind eingehen, Botschafter. Sie können alles überprüfen, was wir sagen. So offen wären Sie? Wir verbergen nichts. Richtig. Sie werden Ihre Waffen Ihrer Miliz übergeben, falls das ausreicht. Danke. Wir enttäuschen Sie nicht, Botschafter. Pavor Sejav Jaravon, Pathfinder. Willkommen in Andromeda. Dankeschön. Okay, wir haben ihn überzeugt. Können wir jetzt das Ding scannen? Ihre Spezies ist monogeschlechtlich, nicht wahr? Ja, die Geschlechterbinarität anderer Völker spielt für uns keine Rolle. Ich habe die ganze Zeit weibliche Pronomen verwendet. Sollte ich... Bitte, soweit es mich betrifft, können Sie es gerne weiter so handhaben. Aber danke, dass Sie gefragt haben. Ich weiß das zu schätzen. Wir hoffen, Sie haben Freude. Einige Assa? Sind wir hier falsch? Sollte ich vielleicht eine Übersicht erstellen? Das wäre wundervoll. Die Nexus ist ein Ort der Freundschaft. Willkommen auf der Nexus. Ich hoffe, Ihre Unterkünfte sind zu Ihrer Zufriedenheit. Der junge Wissenschaftler, der uns zugewiesen wurde, war sehr freundlich. Okay. Und meine Sicherheitsbedenken wurden abgelehnt. Dann gehen wir mal zu den Wissenschaftlern. Natürlich gibt es vermutlich noch mehr Systeme, die wir entdecken können. Die Geißel macht das allerdings schwierig. Pathfinder Ryder, gestatten Sie? Okay. Wohin jetzt? Wir sind am Folgenende angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.